Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin schon wieder in Berlin. Diesmal bin ich eingeladen von Rossmann und es geht um die Marke Revlon. Es gab sie schon mal bei uns in Deutschland, aber aktuell gibt es sie nicht in Deutschland. Und ja, die Theke kommt zurück. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte sich in der Theke befinden, was wir hier heute alles so geboten bekommen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit der Kamera. Meine liebste Lieblings-Heidi ist auch wieder mit dabei. Zufällig. Komm mal bitte mit. Bin wieder mit am Start. Hallo. Berlin hat uns wieder. Berlin. Ich habe auch heute privat, habe ich auch gesagt, ich habe einfach Sehnsucht nach Berlin. Berlin ist einfach toll, oder? Ja, Berlin ist voll die schöne Stadt. Deswegen kommen wir immer wieder. Für alle Berliner, ihr habt echt Glück. Wir lieben euch. Ja. Okay, auf geht's. Gehen wir mal rein und gucken mal, wer so da ist, ne? La, la, la. Erstmal hier Empfangskomitee, Entourage. Und da im Hintergrund sind schon ganz viele bekannte Gesichter. Ich habe zum Beispiel schon die Yamina begrüßt und die Karin von innen und außen. Und ich schwenk einfach mal so durch. Vielleicht seht ihr ja selbst jemanden, den ihr kennt. So, geht los. Guck mal, wer neben mir sitzt. Hi. Erkannt? Heidi ist auch beschäftigt. Es geht los, ich drehe jetzt die Kamera mal hoch. Jetzt wird gleich die Theke eröffnet. Ja, Tonja ist auch da. Fangirl-Moment und so. Right here, right now, you're with me. What's up? Here we are, day three, and we are doing the print campaign, which I love, love, love. Even when things seem like there's no way it can happen, it can happen. Look at me. Ich sage, drei. 2, 1, yay! Danke, Tonja! Das ist das Beste verpasst. Du magst die voll, die ist ja total. Die ist nicht nur hübsch, die ist auch nett. Hier hat niemand Geburtstag. Wir sind wieder ein bisschen gaga. Aber das wollte ich ja extra einbauen. Für alle, die das nicht leiden können. Wieso hat jemand gesagt, dass das nicht leiden kann, ja, wenn wir gaga sind? Ich soll mich da bitte benehmen wie eine erwachsene Frau. Aus dem Alter wäre ich aber raus. Ja, ganz schön. Kannst du nachlesen. Steht geschrieben. Liebe Grüße. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, ne? Da ist die Theke. Jetzt bin ich echt gespannt, was sich da so tut, ne? Was da für Produkte sind. Ach, ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht wegen der Musik, ne? Warum eigentlich? Ich renne jetzt direkt mal hin. Los, komm mit. Kleine Goodiebag haben wir auch bekommen. Oh, da sind schon die ersten Produkte drin. Ein Herz. Eine Volumen-Mascara. Und ein Ultra HD Matte Lip Color. Da bin ich ja mal gespannt. Sogar hier steht ein Aufsteller von den Revlon Ultra HD Matte Lip Colors. Da bin ich ja mal echt gespannt. Ich finde schon mal die Farben ganz toll. Eine Farbe habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Das ist ein schönes Orange. Gefiel mir total gut. Und hier sind so schöne Nude-Farben. Yay. Und so ein paar dunkle auch. So wie es jetzt modern ist. Also ich bin echt gespannt, wie die so auf den Lippen sind. Und hier ist nochmal der Swatch von der Farbe, die ich bekommen habe. Die Heidi hat gerade ein super schönes Foto von mir gemacht, hier mit diesen Luftballons. Und wir mussten echt mal die Tür aufmachen.
Guckt mal, hier ist die Tür, weil da hinten ist es so dunkel. Hallo Heidi. Da hinten ist es so dunkel, dass wir gar nicht richtig drehen können. Das ist ein bisschen schade, aber es gibt jetzt hier verschiedene Workshops. Es gibt eine Fotostation, es gibt noch einen Make-up-Artist aus Spanien, der extra angereist ist, um uns die Produkte ein bisschen näher zu zeigen. Ich habe schon ein bisschen was für euch geswatcht hier auf meiner Hand und ich werde mich jetzt mal den ganzen Produkten widmen und mir die alle mal angucken. Also die Colorstay Foundation kenne ich, die ist sensationell. Die gibt es für Oily Combination Skin und für Dry. Also ich habe natürlich immer Oily gehabt, ne, um schön mattiert zu sein, die ist super. Und ansonsten sind sehr, sehr viele neue Produkte drin. Mein Lieblingslippenstift Peach Parfait scheint es nicht mehr zu geben. Ich halte aber die Augen auf, ob ich was Ähnliches entdecken kann. Mal gucken, wie die alle so sind. So, hier bin ich jetzt mal ganz alleine an der Theke und habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mit hierher und wir zerpflücken die Theke einfach mal eine Runde. Pflegt wie ein Balm, kombiniert mit Farbe. Es gibt also hier ganz unten Balm Stain, so heißen die. Also es ist ein pflegender Balm und die Farbe bleibt bestehen. Dann haben wir hier Glosse mit sehr schönen Farben. Dann jede Menge Lip Liner in wunderschönen Farben von Nude über Rot, über Rosenholz und so weiter. Werde ich gleich mal welche testen. Jetzt schaue ich mal hier. Davon habe ich ja schon einige, nee, gar nicht wahr. Die sehen anders aus. Vielleicht haben sie nur die Verpackung verändert. Das könnte sein. Ich gucke jetzt mal, ob meine Farbe dabei ist. Leider nein, aber es war auch eine andere Lippenstiftreihe. Aber ich habe ihn ja nochmal zu Hause, meinen Liebsten. Peach Parfait heißt der. Der hat so eine andere Verpackung. Dann haben wir hier unbegrenzte Looks mit nur einer Palette. Photo Ready Primer, Shadow und Sparkle. Also alles in einem. Das sind diese Paletten hier. Und dann hier Sophia Quartz nochmal. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Habe ich vorhin schon getestet. Was ich super fand, waren hier die Kajalstifte. Dieses Grün hier ist wunderschön. Das ist hier so ein Burgunder-Fliederton. Sehr, sehr schön. Dann gibt es Produkte für die Augenbrauen. Das sind immer so zweifache Stifte. Also auf der einen Seite habt ihr einen Stift und auf der anderen Seite passend dazu ein Augenbrauen-Gel. Hier brennt gerade irgendwas, glaube ich. Moment. Seht ihr den Qualm? Ich hole mal jemanden, der mich rettet hier, glaube ich. Ich Dovi, ne? Da hole ich echt Hilfe, ne? Ich bin losgerannt und habe den Jungs Bescheid gesagt und habe gesagt, es brennt vielleicht. Und dann haben die gesagt, nee, nee, das ist eine Nebelmaschine drunter. Alles klar. Ja, das ist mal peinlich, ne? Egal, machen wir weiter im Text. Weiter mit der schönen Theke hier. Und zwar haben wir hier nochmal beeindruckender Glanz. Also nochmal richtig schöne Lipglosse in wunderschönen Farben. Oh, der gefällt mir. Wisst ihr warum? Weil der aussieht wie Peach Parfait in Glossform. Der ist so, ja, Peach, Orange mit goldenen Partikeln. Super schön. Vielleicht werde ich mir den nachher mal drauf machen. Dann haben wir hier Puder. Und das hier sind so Contouring leicht gemacht, so Stifte zum Konturieren. Dann haben wir hier die Revlon Photo Ready Airbrush Effect Foundation, die ich sehr interessant finde, habe ich vorhin auch schon getestet. Ich brauchte natürlich wieder die dunkelste Farbe, ebenso von der Revlon Colorstay, die 350, das ist auch die dunkelste Farbe, hatte ich euch ja schon gezeigt. Super schöne Mascaras und ich muss mich beeilen, weil meine Kamera geht jetzt gleich aus. Die Farben hier sind alles braune oder schwarze Mascaras. Die Farbe sagt nur, also grün zum Beispiel ist Stretch and Brush und pink ist zum Beispiel Plumping, also Volume und blau ist Länge und die All-in-One ist die rote. Da gefällt mir das Bürstchen super gut, so viel kann ich schon mal sagen. Nagellacke sind auch sehr gut, die kenne ich noch von früher und ich glaube, wir sind sie jetzt einmal zusammen durchgegangen. Hier sind nochmal die Ultra HD, die Matt Lippenstifte und hier das Photo Ready Prime and Shine, was mich so besonders interessiert. Mal gucken, ob es in der Goodiebag drin ist. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich würde sagen, jetzt haben wir sie einmal von oben bis unten durchbesprochen sozusagen. Und es brennt nicht. Es ist nur die Nebelmaschine. Dankeschön. Werden gleich unsere ganzen Luftballons losgelassen. Ich bin hier so ein bisschen dusselig. Ich muss das noch festhalten, nicht, dass meine alleine losfliegt und alle anderen dann hier noch stehen, ne? Das wollen wir ja nicht. Da hinter mir ist die Nina und die... Ja, Mina hat auch gerade eine schöne Aufnahme gemacht. In Slow Motion, das seht ihr dann in ihrem Video. Mein Ohr weg. Das ist voll schön. Wir haben alle etwas Schönes hier draufgeschrieben auch.
was wir so erlebt haben, was wir anders machen würden im Leben oder sowas. Und ich habe einfach ein paar gute Wünsche für meine Familie reingeschrieben und für jeden, der den Zettel hier findet. Vielleicht kann er noch ein bisschen Mut geben, egal für wen. Oh, ist das schön! Es war voll schön jetzt gerade mit den Luftballons. Hoffentlich findet ihn jemand. Hoffe ich zumindest. Langsam geht es dem Ende zu. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen, die Heidi und ich, mit Jamina zusammen, mit ein paar anderen zusammen noch. Und ja, im Moment ist drüben noch das Konzert mit We Are Evelyn, so heißt die Band. Eine richtig tolle Stimme hat die Sängerin, gefällt mir total gut. Aber der Hunger hat mich jetzt drüber getrieben, jetzt habe ich erstmal was gegessen, was getrunken. Und ich denke, wir werden auch jetzt gleich noch rübergehen, ein bisschen tanzen vielleicht und uns noch ein bisschen unterhalten und dann geht's ins Hotel, ne Schatz? Und dann chillen wir noch ein bisschen unser Leben. Ja, das machen wir. So, wir werden uns jetzt verabschieden. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen, gehen gleich rüber, noch ein bisschen feten vielleicht, ne? Und dann geht's ab ins Hotel. Wir wollen ja morgen früh gemeinsam schön frühstücken und die ganzen Eindrücke hier erstmal so verarbeiten. Ja. Wir müssen erstmal eine Nacht drüber schlafen. Wir haben uns natürlich die ganzen Produkte angeguckt. Wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr ein Video möchtet mit den Produkten, die ich in meiner Goodiebag habe oder hatte. Und ich werde die alle vorher noch ein bisschen testen und euch dann entweder so ein Style and Talk drehen oder eine kleine Review zu dem einen oder anderen Produkt. Diese Mini-Reviews mache ich dann. Jetzt kommen so alle hier, alle wollen Tschüss sagen. Ja, Jamina ist auch schon da. Hallo. Und du, wer bist du? Ich bin der Koch, der heute... Ah, du hast das leckere Essen gemacht. Ja. Vielen Dank dafür. Danke auch an euch. Ja, wir kommen nicht dazu. Ne? Außerdem ist die Scheibe hier. Da kannst du Sau draufschreiben. Das ist eigentlich nichts, ne? Das ist eigentlich nichts. Kommt doch mal ab. Ja, das war's von mir und dem schönen Revlon-Event hier. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind in der Deutschen Drogerie bei Rossmann exklusiv. Nur bei Rossmann. Und ich habe extra nachgefragt, ob Revlon-Theken in jedem Rossmann zu finden sein werden. Die Antwort ist, in jedem Rossmann, wo zuvor eine Astor-Theke zu finden war, werdet ihr an dieser Stelle Revlon finden. Ab Juni, Juli so, kommt es so nach und nach in die Geschäfte. Also nicht wundern, wenn euer Rossmann ein bisschen langsamer ist vielleicht. Und in alle neuen Filialen, die eröffnet werden, wird auch eine Revlon-Theke einziehen. Also ganz vereinzelt, ich glaube in 1600 oder über 1600 Rossmann-Filialen, da wird Revlon einziehen. Und in ein paar vereinzelten, wo es vorher auch keinen Astor gab, weil sie halt zu klein waren, da dann eben nicht. Aber ansonsten in fast allen Filialen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund. Schreibt mir auch noch gerne in die Kommentare, was ihr, welches Produkt ihr von Revlon am allerliebsten mögt oder mochtet früher. Ihr kennt es bestimmt alle von früher, oder? Schreibt mir das gerne. Und ja, macht's alle gut. Bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Okay, und ganz zum Schluss zeige ich euch natürlich noch mein Bettchen, in dem ich heute Nacht schlafen werde. Direkt daneben ist das Waschbecken, es ist richtig schön. Hier ist Sir Sauvigny, heißt das Hotel, glaube ich. Da ist der Eingang, hier ist noch ein Sekretär, hier bin ich, hi. Und hier weiß ich selbst noch nicht genau, was sich da befindet. Eine Dusche, okay. Und auf dieser Seite eine Toilette. Hübsch, oder? So, jetzt sage ich aber gute Nacht. Wir treffen uns zwar noch unten, plaudern eine Runde, essen noch was und dann geht's aber in die Falle. Gute Nacht!